Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Ich habe heute den wundervollen Wasserexperten Mario dabei, Mario Weißbrot. Und wir wollen uns heute ganz, ganz ausführlich über das Thema Wasser unterhalten und auch Trinken unterhalten, denn das ist nicht nur wichtig für deine Gesundheit und für deinen Körper, sondern auch wichtig für eine gesunde und nachhaltige Gewichtsabnahme. Wieso, weshalb, warum? Besprechen wir jetzt hier alles. Und erstmal herzlich willkommen, lieber Mario. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, hier so mitten in einem Kongress oder auf einer Tagung, wo du gerade bist. Vielleicht kannst du dich ganz kurz für alle, die dich nicht kennen, selbst vorstellen, was du machst, wie du dazu gekommen bist, sodass man erstmal so einen Einblick davon hat, warum bist du jetzt Wasserexperte? Genau, danke schön erstmal, Nicole, dass ich dabei sein darf. Mit dem Thema Wasserexperte bin ich immer sehr vorsichtig. Ich mache es jetzt seit 11 Jahren hauptberuflich, in der Tat. Und was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean, weil Wasser ist so umfassend und ich glaube, Expertise. So möchte ich mich noch gar nicht hinstellen. Aber wie kam ich zum Wasser? Ich hatte so viel mit Gesundheit zu tun, wie mein Nachname mit gesunder Ernährung. Und ich heiße Weißbrot mit Nachnamen. Und ich zeige mal ein kleines Beispiel, weil wir reden über Abnehmen. Das war ich mal, wo ich jung war. Ist schon ein paar Tage her, wie man sehen kann. Und vor 11 Jahren war ich das gewesen. Jetzt sagt der eine oder andere, was hat das mit dem Wasser zu tun? Ja, wir bestehen aus 2 Drittel Wasser und beschäftigen uns mit 1 Drittel grobstofflichen Körper, Ernährung, Fitness, medikamentöse Einstellung, all diese Dinge. Und die 2 Drittel, woraus wir bestehen, wo meiner Meinung nach der Hebel am größten ist, da pfeifen wir uns rein, ohne nachzudenken. Und ich habe damals einen Tipp bekommen von einem Arzt, trink mal anderes Wasser. Und ich dachte mir so, hä, wo ist denn das Problem? Wir haben noch eine super Qualität in Deutschland, so wird es uns ja immer suggestiert. Und habe dann sehr schnell festgestellt, durch ein geändertes Trinkverhalten, also ich habe dann spezielle Wassermarken gekauft, die ich später gerne nochmal erklären kann, in Glasflaschen, stilles Wasser und habe dann automatisch angefangen, mehr zu trinken, bewusster zu trinken. Und allein das war schon ein Mehrwert. Und durch dieses mehr Trinken, besser Trinken sind halt Dinge passiert, die man schnell gesehen hat. Die Haut hat sich verändert. Und das alles hat dann dazu beigetragen, wo ich sage, Mensch, das ist ein Thema. Das ist für die Zukunft echt wichtig, weil da werden wir auch gleich darauf noch kommen. Das ist bei weitem nicht mehr so selbstverständlich, wie wir es eigentlich nehmen sollten, das Thema Wasser. Und so kam ich halt vor 11 Jahren und habe dann aus technischer Sicht geguckt, weil ich kam aus dem technischen Beruf, weil ich keine Kisten schleppen mehr wollte, weil ich nicht mehr sinnlos Geld für Mineralwasser ausgeben wollte, beziehungsweise Mineralwasserkonzerne reich machen möchte, weil das Wasser wird ja auch nur in der Natur abgezapft und wird verpackt. Und habe dann gesehen, aus technischer Sicht, wie kannst du es lösen? Und bin dann damals bei der Firma Belle Aqua hängen geblieben, weil das die einzige adäquate Lösung war für mich im Preis-Leistungs-Verhältnis. Hat es jetzt auch nochmal bestätigt bekommen. Falsche Seite da. Top 100 2022 ist auch nicht selbstverständlich. Ja, und bin dann damals halt auch gleich Mitarbeiter geworden, weil ich da die Lösung für mich zu Hause, ein vernünftiges Wasser herzustellen, ökologisch, ökonomisch sinnvoll erachtet habe. Und das jetzt seit 11 Jahren hauptberuflich mache. Also Großartig. Trinkwasserfachberatungen und alles über das Thema Wasser. Großartig. Das war jetzt mal so kurz einig. Eigentlich perfekt, weil du hast auch schon echt wichtige Punkte angesprochen, auf die ich auch gleich als erstes mit eingehen möchte, weil das nämlich auch einer der Hauptgründe ist, weshalb ich mich total freue, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, dass wir darüber sprechen, weil in den meisten Fällen oder sehr viele meiner Kunden und ich weiß auch viele von einfach meinen Followern und Lesern wirklich Probleme haben mit Wasser trinken. Ne? Also das, was du auch gerade schon angesprochen hast, dass es halt irgendwie nicht gut getrunken hast. Und es ist ja wichtig zu trinken. Vielleicht erstmal vorab, bevor wir auf die Probleme eingehen, warum ist es denn wichtig, dass wir Wasser trinken? Ne? Also Also warum sollten wir Thema Wasser Wasser, beschäftigen? genau. Also ich mache es immer, ich sage es spaßigerweise immer, wenn wir Pflanzen haben, was geben wir unseren Pflanzen? Keine Cola, kein Saft, sondern Wasser, richtig? Und bei uns auf dem Beipackzettel, wo wir auf die Welt kamen, stand ja nicht drauf, immer fleißig gießen, obwohl es eigentlich genauso sein sollte. Thema Wasser, genau. Warum ist Wasser so wichtig? Vielleicht fange ich mal ein Stück zurück an. Wasser hat eigentlich nur ein paar Aufgaben im Körper. Wasser soll den Körper reinigen. Wasser transportiert die Nährstoffe im Körper. Wasser ist für die Wärmehaushaltregulierung zuständig. Ja, wir verlieren Wasser, um Gifte abzugeben im Körper. Wir schwitzen, wir transpirieren. Also Wasser ist, ach ja, an 100% aller Stoffwechselprogramme beteiligt. Ohne Wasser ist kein Leben möglich. Und wenn ich mir hier so eine Uhr anmache, hier zirkulieren 1400 Liter Blut am Tag. Und unser Blut besteht aus 83% Wasser. Da sieht man mal, wie wichtig eigentlich Wasser ist. Es gibt ein Buch, das empfehle ich sehr gerne von Dr. Medizinalrat Bad Mamgelitsch. Sie sind nicht krank, Sie sind nur durstig.
Der hat mal so ein paar Krankheiten betitelt, die aufgrund von Dehydration entstanden sind. Ja, das fängt an mit geistiger Leistungsfähigkeit, Abnahme, körperliche Geistung, Leistungsfähigkeit. Es geht um Sachen wie Allergien, Asthma, Bluthochdruck, Autoimmunerkrankungen, alles Dinge, die aufgrund von Dehydration stattfinden können. Und deswegen, Wasser, ohne Wasser geht es einfach nicht. Wasser ist so elementar wichtig. Und wenn viele Menschen, so ging es mir damals, wenig Wasser trinken, hat das auch sehr viel mit dem Geschmack zu tun. Ja, weil Wasser sollte neutral sein. Das haben wir auch völlig verlernt. Also Wasser in der Natur, wenn ich jetzt Hundebesitzer frage oder selber Hundebesitzer sind, die wissen, dass ihre Tiere draußen Regenwasser trinken. Das ist ein instinktives Verhalten, weil das relativ oder sehr mineralarm ist und damit halt gut bekömmlich, neutral. Also das heißt, Tiere reagieren drauf und wir Menschen verlernen zu trinken, weil es uns halt auch nicht schmeckt. Wir versuchen dann mit Tricks zu arbeiten, wie Kohlensäure, mit irgendwelchen Süßstoffen oder irgendwelchen Zusätzen, um es uns schmackhafter zu machen, weil wir es einfach verlernt haben. Deswegen grundprinzipiell das Zweidrittelthema Wasser ist halt ohne nicht möglich. Und Wasser, ja, ich sag mal so, Luft habe ich nach ein paar Minuten Probleme. Wasser nach spätestens 3 Tagen, weil bei 20% Wasserverlust ist Exitus. Ja. Bei 2% haben wir schon ein Harnproblem, ja, also der wird dann von der Farbe anders. Bei 10% ist schon die totale Demenz übertrieben, also bei älteren Menschen, die zu wenig trinken, diese Verwirrung, die stattfindet. Also wie gesagt, 3, 4 Tage ist finito. Und Essen, mal ganz ehrlich, also bei mir sieht man es sofort, wenn ich esse, weil ich bin im Außendienst und da kann man sich nicht immer optimal ernähren. Deshalb, wenn ich mal eine Woche lang nichts esse, ist nicht gleich schlimm. Also Essen können wir wirklich viele, viele Wochen überleben, aber Wasser geht halt nicht. Das Deswegen sind wir ist auch schon mal Wasser beim so wichtig. Fastenthema, ne? Das Genau, dieses Intervallfasten, das ist jetzt hier in dem Hotel, wo ich bin, wieder grottenschlecht. Ey. Ich habe nach 3 Tagen, also heute ist Donnerstag, der 4. Tag, schon so viel gegessen, das esse ich eine ganze Woche nicht. Weil ich eben auch unbewusst erst mittags die erste Nahrung zu mir nehme und abends nicht mehr so viel esse. Also genau das, was du eigentlich in Ah, wir haben uns deinem. aber auch ausgetauscht, ne? Genau, natürlich. Ich habe es damals angenommen. Und irgendwann ist es auch so selbstverständlich, weil der Körper gewöhnt sich dran. Ich trinke morgens mal 1,5 Liter Wasser. Dann haben viele auch, boah, Wahnsinn. Aber der Körper entgiftet richtig gut. Ich baue alle Zellen wieder auf, weil der Körper reguliert sehr unglaublich. Gehirn, Leber, Niere, alles braucht Wasser. Die Augen bestehen aus 99% Wasser. Und damit kann man sagen, wenn man zum Mittag einen klaren Urin hat, dann macht man alles richtig. Und Genau. Essen kommt halt frühestens gegen Mittag an. Außer man ist in solchen tollen Hotels hier. Aber Ne? ich muss auch ganz klar sagen, du hast das jetzt gerade auch schon mit gesagt, ne? Das heißt, wenn man gut trinkt, also wenn man auf seine ausreichende Wasserzufuhr achtet, fällt auch das Intervallfasten leichter, ne? Absolut, Das ist quasi absolut. eine schöne Hilfe quasi, um auch diese Intervallfastenphase, die wichtig für unseren Körper ist, wo du viele Videos hier auf meinem YouTube-Kanal findest, wenn dich das interessiert, aber die einfach wichtig ist, ne, kann man gut mit gutem Wasser unterstützen. Und nicht zuletzt, und das wollte ich nochmal kurz nochmal mit verstärken, weil du es auch schon gesagt hast, gerade die Entgiftung und sowas, ne, Ja. über das Intervallfasten und auch beim Abnehmen ist Entgiftung ein großes Thema, was alle Diäten vergessen, weshalb es vielen Menschen beim Abnehmen auch schlecht geht, ne, die halt so Kopfschmerzen haben, sich irgendwie Malade fühlen und sowas, ne. Das passiert beim Intervallfasten nicht, wenn du auch auf deine Entgiftung achtest, weil beim Intervallfasten, ne, entgiftest du auch noch mit. Das ist ein guter, positiver Effekt für deine Gesundheit. Und durch das Trinken, ja, unterstützt du deinen Körper einfach dabei, Giftstoffe loszulassen, die beim Abnehmen entstehen und auch beim Intervallfasten. Also super hilfreich und super gut. Nicht nur die Effekte, die du genannt hast, die auch wichtig sind, ne? Also du hast es wirklich auf den Punkt gebracht, sondern auch, was ich nochmal hervorheben wollte, war das eben mit der Entgiftung und für den Körper die Unterstützung einfach, ne? Genau, weil nicht nur beim Intervallfasten. Ich bin jetzt hier gerade auf einer Ausbildung von der funktionellen Medizin, Stressmedizin, wo Ärzte ausgebildet werden. Da geht es auch um Schwermetallausleitung. Da sind wir schon bei den Themen, die wir jetzt eigentlich so aus der Luft zu uns nehmen. Also wir haben eh ganz viele Punkte in unserem Leben, die wir nicht mehr im Griff bekommen. Das sind einfach Zivilisationsthemen. Und Wasser spielt halt die absolute Rolle, weil ohne Wasser kannst du halt auch nicht entgiften, kannst nichts ausleiten. Das ist einfach nur die Aufgabe von Wasser. Mehr soll Wasser gar nicht machen. Und ja, und das auch mit dem, also das war für mich damals total spannend. Man dachte, es wäre Hunger, aber es war eigentlich Durst. Und wenn man Wasser trinkt, hat man auch nicht so schnell Hunger. Und man ist ja nicht gleich im
Modus, also dass man gleich losrennt und sagt, boah, ich verhungere. Nein, es ist einfach, der Magen ist gesättigt, ganz im Gegenteil, man fühlt sich wohl, der Körper kann entgiften. Und da ist allerdings auch wieder entscheidend, was für ein Wasser trinke ich. Aber grundprinzipiell lieber Wasser als gar kein Wasser. Ja, ich sage lieber ein schlechtes Wasser als gar kein Wasser. Also ohne Wasser halt sowieso nicht. Ja, das stimmt. Es stimmt, das, was du sagst. Aber, und das ist auch, wie gesagt, der Grund, warum ich mich total freue, dass du jetzt hier bist und wir darüber sprechen. Weil es ist leichter gesagt zu sagen, lieber Wasser als gar kein Wasser. Aber die Probleme treten ja wirklich auf, weil man es nicht hinterbekommt. Und ich will mal ganz kurz, also das sehe ich immer wieder bei Kunden, ne? Das höre ich auch immer wieder über diese Drops oder was man nutzen kann, um das Wasser irgendwie besser schmackhaft zu machen oder Schorlen umsteigt und sowas, was ja wiederum Kalorien mit sich bringt und so weiter und eben dieses Wasser, dieses Cleaning, dieses Saubermachen nicht mehr erfüllen kann. Und meine persönliche Erfahrung, und das ist, finde ich, immer, also für mich ist ja immer das, was ich selber spüre, ne, kann ich auch nochmal besser wiedergeben. Meine Kinder haben es so deutlich gezeigt. Wenn wir hier, wir sind ja in Portugal und bevor unser Filter dann endlich hier angekommen ist, ne, von Deutschland hierher transportiert wurde, mussten wir ja auch Flaschen kaufen. Und hier ist es so, dass du so riesengroße Kanister, Plastikflaschen bekommst, also 6 Liter, was ich auf der einen Seite gut finde, weil dieses Schleppen von Wasser ist so anstrengend, weil wir einfach wirklich viel trinken. Und meine Kinder haben also weniger als die Hälfte ihres normalen Wassers getrunken, was sie sonst immer trinken, aus diesen Plastikflaschen. Und als dann endlich unser Filter angekommen war und wir das hatten, das war das Erste, wir haben nicht gesagt, dass es jetzt aus dem Filter ist, sondern es war so für uns, keine Ahnung, normal. Und die so, boah, das geht so leicht runter. Ne? Mhm. Und das ist der Unterschied, warum gutes Wasser leicht trinkbar ist, oder? Ja, das ist ein instinktives Verhalten, wie gesagt. Wir haben das verlernt komplett und Wasser. Also wenn mal jemand schon mal in den Bergen war und wirklich richtig ein Quellwasser getrunken hat, das läuft ja auch total einfach. Und das war ja auch der Anspruch, nur das Verständnis dafür, was ein Quellwasser ausmacht, was ein reines Wasser ausmacht. Da gibt es halt viele, viele große Diskussionen. Ich finde es jetzt mittlerweile seit 11 Jahren, du hast mit deinen Kindern gesagt, Kinder und Tiere sind meine besten Empfehlungsgeber, weil die handeln immer noch instinktiv, die kannst du nicht manipulieren. Und man merkt es halt hier selbst in dem Bereich, wo ich jetzt bin, 4 Tage bin ich jetzt hier und die Ärzte, das sind 35 Teilnehmer, jeden Tag wurden es mehr, die bei mir das Wasser holen, weil die schmecken und sagen, boah krass, du kannst einfach besser trinken, mehr trinken und automatisch nach 3, 4 Tagen entsteht auch hier ein extremes Trinkverhalten, dass ich aus meinem Hotelzimmer mit der Anlage das Wasser produzieren muss und es wird immer mehr und selbst wir Erwachsenen reagieren darauf. Und das ist ein Vorteil für uns alle, weil Wasser soll nur entgiften. Wasser hat nur die Aufgabe, den Körper zu reinigen, nicht mehr und nicht weniger. Punkt. Da sind wir eigentlich auch. Und da müssen wir jetzt rüber, was haben wir heute alles im Wasser drin? Weil ich will mal den Überlauf machen. Das ist einfach das Thema. Wasser ist eben nicht mehr das, was wir haben in der Natur. Und ich roll's mal andersrum auf, weil ich mache den Versorgern keinen Vorwurf, die uns das Wasser zur Verfügung stellen. Ich meine, in Portugal, da ist es schon Brauchwasser. Richtig? Da soll man es. Das wird auch stark geklort und so weiter. Oh, krass. Ne? Genau. Damit ist die Mikrobiologie kaputt. Das heißt, sie dürfen stark chloren, um halt mikrobiologisch alles kaputt zu machen. Chlor macht alles kaputt. Bei uns in Deutschland oder auch in Mitteleuropa, sei es in der Schweiz, Österreich, ist es ja immer noch eine Trinkwasserverordnung. Und da setze ich einfach mal schon an, wo ich sage, Leute, warum haltet ihr an der Trinkwasserverordnung fest? Denn wenn 1000 Liter zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel vom Wasserverband, gehen 86%, das sind alles statistische Werte, an die Landwirtschaft und an die Industrie. Und diese 140 Liter, die statistisch zu uns nach Hause kommen, davon werden gerade mal 5,6 Liter als Lebensmittel genutzt. Der Rest geht für Klospülung, Waschmaschine, Dusche, whatever drauf. Das heißt, für 0,5% Lebensmittel versucht man ein unglaubliches Management zu betreiben, einen Aufwand zu betreiben, um noch eine Trinkwasserverordnung zu erstellen. Mhm. Und das ist schon nicht mehr passig, weil erklärt mir jemanden in Afrika, dass der mit 1,5 Liter, 2 Liter überleben könnte. Und wir brauchen hier 140 Liter Trinkwasser im Privathaushalt, für alles andere als Trinkwasser. Und dann kommt natürlich hinzu, Trinkwasser, ja. Woher kommt denn das Trinkwasser heutzutage? Und dann nehme ich jeden mal mit auf eine kleine Reise. Und Leute, schaut euch doch mal einfach an, wo bekommt ihr heute das Wasser her? Wo holt der Versorger das her? Er holt es aus der Natur, aus dem Grund und Boden. Er holt es aus Talsperren und da kommt das Wasser her. Und da ist schon die nächste Herausforderung. Wenn ich es direkt in der Talsperre bekommen würde, könnte es eventuell noch einer entsprechenden Qualität entsprechen. Aber wie bekommst du durch die Leitung? Da bin ich dankbar, in Deutschland zu leben.
zu duschen, aufzumachen, Wasser zu haben. Da gibt es in anderen Ländern ganz andere Herausforderungen. Aber genau das Thema schon wieder die Leitungen. Das ist das erste Problem. Das heißt, wie alt sind die Leitungen? Woher kommen die Leitungen? Wie lange läuft das Wasser durch die Leitungen? Kleiner Tipp von mir, wenn ihr Leitungswasser trinkt, das Umweltbundesamt sagt schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, Leitungswasser, was länger als 4 Stunden steht, 3 bis 4 Minuten laufen lassen, bis es kalt ist. Das macht kein Mensch, weil die Stagnation in den Leitungen auch Stoffe rauslöst. Und ich muss auch sagen, in Leipzig, bei uns ist es nie wirklich kalt mehr geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei meinen Eltern in einem kleineren Dorf, da ja. war es immer so, boah, das ist voll kaltes Wasser. Das ist bei uns in der Großstadt schon gar nicht mehr möglich gewesen. Also kalt, ne, war genau, nicht mehr. Und wenn man dann auch weiter oben wohnt, ja, dann hat man auch im Haus die Stagnation und so weiter. Selbst wenn kleine Punkte, also mein Bruder ist Flughafen Berlin zuständig für Gaswasserinstallation, der hat mir Sachen erzählt, Wahnsinn. Wenn du so einen ganz kleinen, also da war mal eine Leitung, die wurde stillgelegt und der Froppen und da ist ein ganz kleines Stagnationsende, da können sich Stoffe rauslösen, das glaubt man gar nicht. Und das Wasser ist sofort kontaminiert. Und da möchte ich auch gleich, ich rede einfach ehrlich, wie es mir jetzt gebacken ist, ja, in der Trinkwasserverordnung, weil ich mache denen keinen Vorwurf, sie müssen mit den Herausforderungen arbeiten, die wir heute ins Land bringen. Ich meine, mein Haarspray landet heute auch wieder im Kreislauf. Machen wir uns nichts vor. Das geht alles immer wieder im Kreislauf. Ne? Und das Verständnis dafür zu bringen, das Gefühl zu zeigen. Stellen wir uns mal einfach vor, wenn wir Menschen auf Toilette gehen. Geht's wohin? Helfen wir mal Nicole ins Klärwerk. Das geklärte Wasser wird dem Oberflächenwasser zugeführt. Jetzt sind wir schon bei der Thematik, ja, wird es denn wirklich hundertprozentig geklärt? Kann es gar nicht. Also die ganzen Stoffe, die da schon mal durchkommen, und da reden wir über Medikamentenrückstände, weil das Ärzteblatt hat 2008 im Fall von Diclofenac schon nachgewiesen, dass 70% den Körper unverändert verlassen. Alles, was der Arzneimittelschrank hergibt, Lipidsenker, Antibabypille, Antibiotika, landen jedes Jahr im Kreislauf. Viele, viele Tonnen. Und wenn es dann rausgefiltert werden würde, wäre es okay. Aber wo landet es dann? Im Klärschlamm. Und was passiert in Deutschland oder Mitteleuropa mit dem Klärschlamm? Schon mal was gehört? Nee. 50% werden verbrannt, also landen letztendlich auch wieder in der Natur. 30% kommen direkt als Düngemittel auf den Feldern. Und wenn man mal so einen Sack Blumenerde für 1,99 beim Discounter kauft, darf man gerne mal dran riechen. Scotty Beam Up funktioniert nicht, es bleibt auf der Erde. Wenn es dann aber wieder regnet und dadurch natürlich ins Grundwasser kommt, landet alles wieder im Kreislauf. Also alles, was wir Menschen herstellen, landet immer wieder in dem Kreislauf. Und das ist einfach die Herausforderung, die Versorger haben. Punkt. Ja. Man kann mittlerweile in der Antarktis, das zeige ich in meinen Berichten, wenn ich Vorträge mache, also auch du kennst das ja, ich habe ja bei euch damals auch eine Beratung gemacht und meine Mappe wird immer, immer dicker, immer, immer länger und ich kann all diese Dinge bestätigen, ja, mit Artikeln, mit Anzeigen, mit Dingen, die passieren heutzutage, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Das kann ich alles nachweisen und so weiter und so fort. Das heißt, das Wasser, es wird ein Thema. Eine liebe, liebe Freundin, Dr. Mach aus Berlin, die ist auch Wissenschaftlerin an der Charité, die können mittlerweile im Berliner Trinkwasser 120.000 verschiedene Wirkstoffe nachweisen. Das muss man über Zunge zergehen lassen. 120.000 Wirkstoffe. Es hängt damit zusammen, dass wenn ich zum Beispiel, ich nehme jetzt Medikamente, es gibt 7.000 verschiedene Stoffe zugelassen und die landen durch den Körper im Kreislauf. Und allein diese Wechselwirkung potenziert sich ja gegeneinander hoch. Dann kommen noch Fungizide, Pestizide, Hormone, alles, was gar nicht getestet wird nach Trinkwasserverordnung dazu. Und das ist einfach das Problem, die Herausforderung, die die Versorger haben. Deswegen, es ist ja ein menschengemachtes Thema. Man sollte nur ehrlich drüber reden. Und Apotheken dürfen in Deutschland zum Beispiel kein Leitungswasser mehr nehmen, um Medikamente anzurühren. Das ist verboten, weil sie Angst vor den Wechselwirkungen haben und den Bakterien im Wasser. Das heißt, wenn die es nicht mehr nehmen dürfen, um ein Medikament hier anzurühren, weil die Wirkung verfehlt würde, was macht es denn bei uns im Körper mit diesen Informationen, mit diesen verschiedenen Fremdstoffen? Und das soll es dann auch abschließend gewesen sein, wenn man allein 120.000 Wirkstoffe hat und angenommen nur 2.000 Partikel nachweisen könnte. Wie viel sollte man prüfen? Und es werden heute nach Trinkwasserverordnung noch 55 Parameter geprüft, mehr nicht mehr. Ach, krass. Also pH-Wert, Geschmack, Geruch, Aussehen und 36 chemische Stoffe. Und diese 36 chemischen Stoffe sind zum Beispiel Aluminium, Arsen, Blei, Fluoride, Uran. Und jetzt kommt, sie dürfen dann aber auch noch grenzwertig drin sein.
Also Aluminium, 200 Mikrogramm pro Liter. Ich weiß nicht, wer alles hier in deinem, sage ich mal, Portfolio an Menschen, gesunde Menschen sind, die vielleicht gar kein Aluminium mehr im Spray benutzen. Ich mache es zum Beispiel nicht mehr, wegen Brustkrebs, Demenz, Alzheimer, wie auch immer. Aber 200 Mikrogramm dürfen pro Liter drin sein. Uran ist zum Beispiel bei 2 Mikrogramm lebernierenschädigend, laut toxikologischer Abteilung der Universität Kiel. 10 dürfen aber drin sein. Es sind halt Grenzwerte, politisch ausgehandelte Kompromisse, welches ein gewisses Gesundheitsrisiko in Kauf nehmen. Und das ist einfach das Problem, was wir haben. Ja? Über das Leitungswasser. Genau. Krass, also das sind ja, es sind super viele Informationen. Ich weiß, ich würde am liebsten auf so einige Sachen nochmal intensiver eingehen. Eine Sache hätte ich gerne nochmal also nachgefragt, und zwar hast du gesagt, die Charité kann 100, 200 Also nein, Sachen nachweisen. das ist eine Ärztin aus Berlin und die ist auch in der Charité wissenschaftlich tätig. Und die haben im Berliner Trinkwasser 120.000 verschiedene Wirkstoffe nachgewiesen. Und weißt du die Tests oder kann man das, kann man, wie kann man diese Ich Wirkstoffe, kriege kann von man ihr wirklich nur? ja, sie hat also eine Wechselwirkung. Sie potenziert das automatisch hoch. Sie nimmt einen Stoff. Ich kriege demnächst die ganzen Listen mal. Das sind ordnerweise. Ich habe das gesehen, das ist mir Wahnsinn. Weil wenn ich einen Stoff mit einem anderen in Verbindung bringe, entsteht etwas Neues. Ja. Und jetzt muss man die ganzen Wechselwirkungen betrachten. Das potenziert sich halt hoch. Wir nehmen ja Ja. auch aus der Luft, unser menschlicher Körper kann ja unglaublich viele Dinge machen. Machen wir uns nichts vor, aus der Luft. Wir haben jeden Tag mit verschiedenen Stoffen zu tun. Ja, jetzt haben wir Bakterien, Viren. Ich meine, die brauchen wir. Das ist gar nicht gesunde Bakterien, gesunde Viren. Gesunde Viren jetzt nicht, aber Darmbakterien und so weiter. Das ist so umfassend. Wir wollen Nee. auch keinen Reinstbereich. Um Gottes Willen, darum geht es gar nicht. Der Mensch kann mit so vielen Sachen umgehen. Aber, und jetzt, um das mal zu erklären, ein Beispiel Fensterscheibe. Eine Fensterscheibe hat Umwelteinflüsse, Fettfinger. Ein Hund kommt mit der kalten Nase, Katze mit der Tatze ran. Kein Mensch käme auf die Idee, den Fußboden aufzuwischen, um mit dem Wasser die Scheiben sauber zu machen. Richtig? Und unser Körper, wenn wir denn das Wasser, was eigentlich nur die Aufgabe hat, den Körper zu entgiften, dann auch noch belasten, dann hat der Körper irgendwann ein Thema. Und das ist einfach das, und machen wir uns nichts vor, diese ganzen Zivilisationsthemen, die Nahrung, die wir zu uns nehmen. Wenn ich dann darauf achte, vernünftiges Obst und Gemüse zu kaufen, womit wasche ich es ab? Wenn ich dann beim Kunden bin und weise zum Beispiel 50 Milligramm Nitrat pro Liter nach Gülle, dann kann man auch das Bio sonst verkaufen, Obst, das Obst sonst verkaufen und brauchst nicht Bio kaufen, weil wenn ich es doch eh wieder rein tue, hat es doch eh keine Wertung. Ja. Aber das mache ich jetzt halt auch in meinen Beratungen, dass ich das den Leuten vor Ort auch richtig zeige, erkläre und auch mein Tee mache, dann sehen sie sehr schnell, das möchte ich nicht mehr trinken. Das fand ich super aufschlussreich Kennst damals du auch noch von mit damals, genau. 2015, Ja. wo du da warst und dieser schwarze Tisch, ich war so, oh mein Gott. Und ich glaube, genau das ist es, was man schmeckt. Also was ist Wasser, wenn das nicht drin ist? Was auch immer für Partikel das sind. Ne? Also du hast jetzt so viele Parameter auch genannt, die drin sind. Aber man schmeckt dieses Vollere, was es eben schwieriger macht zu trinken. Also, ne? Und dieses klarere Wasser geht halt leichter runter. Und damit. Genau. Ist halt, also man kann das halt gut nachweisen. Das Gute ist, du hast halt alles da und ne. Aber für mich ist wichtig, dass wir dieses Verständnis schaffen von, es gibt halt viele Gründe dafür, dass du nicht so gut Wasser trinken kannst. Du hast Und jetzt dann auch ganz angekündigt, wichtig ne? mit den pauschalen Werten. Ich trinke zum Beispiel extrem viel Wasser, 5, 6 Liter über den Tag verteilt. Boah, bist du wahnsinnig. Ich mache es natürlich hauptberuflich und ich arbeite halbtags 12, 14, 15 Stunden. Darum trinke ich viel. Ich fange morgens schon an mit einer Kanne. Also wirklich mit einer Kanne, ja. Das ist hier so ein basisches Aktivwasser, ja. Das ist der Thermomix 2.0, sagen wir auch Spaß immer. Und das ist antioxidativ. Kommt aus dem Ayurvedischen, da könnte man jetzt auch schon wieder richtig loslegen. Und damit fange ich schon an. Aber jeder Mensch ist anders, ja. Wenn jetzt eine Person, eine kleine, zierliche Person mit 1,56 m, die wahnsinnig viel Obst und Gemüse über den Tag isst, die braucht keine 2 Liter trinken. Der reicht wahrscheinlich 1 Liter. Muss man immer im Verhältnis sehen, ja. Jemand, der Sport macht, der braucht eh immer mehr Wasser. Nicht Jemand, richtig. der, so wie ich habe jetzt 80 Kilo zum Beispiel, ja, und 12, 15 Stunden, die ich wirklich arbeite, da kommt halt eine Menge zusammen und mein Körper hat sich arrangiert damit und ich entgifte halt gut und durch den Typ-2-Diabetes, wie ich damals auch zum Wasser kam, habe ich halt das Thema. Aber man kann das nicht pauschalisieren. Man sagt 30 bis 40 Milligramm je Kilogramm Körpergewicht, ja, und wenn man einen Kaffee trinkt und Tee, einfach im Wasser oben mit drauf, das schadet nicht und das macht was mit einem. Und das Gibt ist es auch ja auch das in den Thema. südländischen Ländern und so, ist es ganz normal, dass du zum Kaffee in Wasser gereicht wirst. Normal, ja. Ist doch nichts Schlimmes. Wir Es ist dürfen halt ein das Meer normalisieren, dass Wasser eben auch wirklich wichtig ist und eine bestimmte Funktion in unserem Körper hat, einfach. Genau.
Kannst du noch was zum Thema Plastikflaschen, Glasflaschen sagen, weil das ja auch. Mineralwasser, das wäre dann die Alternative. Also erstmal klarer Punkt, 80% der Mineralwasser dürften in Deutschland nicht aus der Leitung kommen, weil die Grenzwerte vom Mineralwasser noch höher sind. Das Trinkwasser unterliegt dem Gesundheitsministerium und das Mineralwasser dem Wirtschaftsministerium. Und da werden bloß noch 16 Stoffe geprüft. Wenn wir zum Beispiel wissen, dass Uran bei 2 Mikrogramm lieber nierenschädigend ist, 10 dürfen aber drin sein. In der Mineralwasserverordnung gibt es keinen Grenzwert mehr, weil sie sonst gar nicht verkauft werden dürften. Das erkläre ich auch vor Ort. Also es gibt noch 16 Parameter. Aluminium wird gar nicht mehr geprüft. Arsen darf drin sein, Blei darf genauso wie drin sein. Fluoride, ein dreifacher Wert. Ich habe Original Ausschreiben vom Land Coesfeld in NRW. Die Kundin durfte das nicht mehr trinken, weil der Fluoridgehalt über 2 Milligramm war. Ja. Weil bei 2 Milligramm dauerhafter Zufuhr führt es zu Zahnfluorose und Knochengerüstschädigung. Und genau aus dem Grunde ist der Grenzwert beim Trinkwasser bei 1,5 Milligramm. Im Mineralwasser ist der Grenzwert bei 5 Milligramm. Und da gibt es auch 2020 einen Bericht, da haben nämlich die deutschen Mineralwasserkonzerne geklagt, warum dürfen die gesund sein und warum dürfen wir das nicht sagen? Und da haben die beim Verwaltungsgericht gesagt, in Landshut, Bonn, Hannover, sie dürfen es beide nicht mehr sagen, weil sie sind beide nicht mehr gesund, weil die Grenzwerte alles andere als gesunde Grenzwerte sind. Und das mal unabhängig von den Flaschen, es geht um die Mineralwasserverordnung, weißt du? Aber das ist ja super interessant, weil das liest man natürlich nicht in den täglichen Nachrichten, ne? Nee, natürlich nicht. Es ist von 2020 das Gerichtsurteil Bonn, Landshut, Hannover. Das deutsche Trinkwasser darf nicht mehr als gesund bezeichnet werden und als bestkontrolliertes Lebensmittel ist auch nicht mehr zulässig. Deswegen wird auch neulich gesagt, das meistkontrollierte Lebensmittel. Also da wird sofort das Wording geändert, ja. Nochmal, ich mache denen keinen Vorwurf, ich verstehe es doch. Bei den ganzen Stoffen, den ganzen Mist, den die ausbauen müssen, genau wie die ganzen landwirtschaftlichen Betriebe, die müssen doch auch irgendwie klarkommen, ja. Und wir haben 2020, hier habe ich einen Bericht von der Hildesheimer Zeitung, sind in Deutschland 1000 Pestizide zugelassen gewesen. Die sind vom Weltmarkt abhängig, vom Getreide und so weiter und so fort. Was sollen sie machen? Und nirgendwo ist so viel billig, billig, billig wie in Deutschland. Ja, solange mal billig, billig, billig gefordert wird, was sollen sie machen? Also man muss immer schon sehen, warum, wieso, weshalb ist das überhaupt? Aber anstatt dann halt wirklich noch loszurennen, um Mineralwasser zu kaufen, die auch in der Natur geklaut werden, verpackt werden für teures Geld, macht ja auch wenig Sinn. Deswegen bin ich immer dafür zu sagen, ökologisch, ökonomisches Trinkwasser zu nutzen. Das heißt, was uns die Wasserversorger zur Verfügung stellen und das dann im Endeffekt zu veredeln. Am Wasserhahn letztendlich das zu filtern und eine vernünftige Qualität herzustellen. Und das ist doch aber, wenn wir das mal wirklich so betrachten und auch sehen, auch mit gutem, offenem Herzen sehen, was dahinter steckt, hinter diesem Mineralwasser und Leitungswasser und was da alles, das ist ja nicht immer nur so, oh, das ist schlecht und man muss das machen. Wenn man das wirklich mit offenem Herzen, so wie du es auch gerade sagst, sieht, was alles dranhängt, dann ist es doch das Leichteste zu sagen, Leute, nehmt euch einen guten Filter, macht Ja. einfach das Beste draus. Es gibt die Lösung, ist doch so leicht. Und für jeden möglich. Und wenn man mal hochrechnet, was ein Mineralwasser kostet und was man da an Kosten hat im Laufe seines Lebens, also ich habe das mal, ich rechne das ja auch immer vor bei Kunden von mir, also wenn man ein gutes Wasser möchte, da gebe ich jetzt einfach mal die Empfehlung, Klose, Lauretana, Black Forest kriegt man in Biomärkten zu kaufen. Also diese drei Marken, die kann ich wirklich bedenkenlos weiterempfehlen, Klose, Lauretana und Black Forest. Und diese Marken kosten im Schnitt zwischen 80 Cent bis 1,30 Euro. So, wenn ich jetzt mal von einer Person, einem normalen Haushalt ausgehe, ich nehme das mal zweiköpfig, um es mal wirklich mal anschaulichen zu können, 3 Liter, 4 Liter am Tag mindestens, dann bist du da schon mal beim Schnitt 4 Euro. Also wir reden von 120 Euro im Monat, von 1440 Euro im Jahr, von 14.400 Euro in 10 Jahren. Plus das Schleppen und Besorgen und den Davon Sprit reden wir und gar das nicht, davon alles reden zum wir gar nicht, genau. das gehört dazu so, ne? Das Und ist auch immer dieser. selbst wenn ich eine mehrköpfige Familie habe und das günstigste Mineralwasser, Netto Plus, ach Plus gibt es ja gar nicht mehr, Netto, Lidl, Aldi für 18 Cent den Liter nehmen würde und ich habe 10 Liter, bin ich bei 1,80 Euro am Tag. Auch da wieder verdreifacht bei knapp 60 Euro, bei 600, 720 Euro im Jahr, 7.200 Euro in 10 Jahren. Und da soll sich jemand fragen, wie lange möchte er noch Wasser trinken? Und da geht es gar nicht mit der Qualität zusammen, sondern überhaupt das Wasser zu kaufen. Und wir bekommen es aus der Leitung für 3 bis 5 Euro mittlerweile pro Kubik, inklusive Abwasser. 5 Euro pro Kubik.
Also es ist eine Frechheit, ja. Das günstigste Mineralwasser kostet 180 Euro pro Kubik und kommt aus demselben Bereich, da wo das Wasser von den Versorgern hergeholt wird. Und das ist ökologisch, ökonomisch einfach sinnvoll. Und in anderen Ländern, in Fernost oder auch in Amerika, gehört zum guten Ton, da hat man einen zweiten Wasserhahn. Und da werden dann halt auch entsprechend das gefiltert. Das sieht man mal im Film so. Wenn man, ich zeige das mal kurz, ja. Wenn man das mal so sieht, da wäre ein zweiter Hahn und dann nehmen die das Wasser aus diesem zweiten Hahn. Und das ist halt gang und gäbe, ja. Nur hier hält man an diesem Narrativ fest, Trinkwasser, 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 bedenkenlos zu trinken und so weiter. Und das ist es, was mich ärgert. Das ist, was mich wirklich extrem ärgert, weil diese Grenzwerte, und das ist immer so schön, das sind politisch ausgehandelte Kompromisse, welches ein gewisses Gesundheitsrisiko in Kauf nehmen. Punkt. Und auch das ist bei allen, also das muss man klar und deutlich sagen müssen, also dürfen, weil es ist auch bei Blutwerten so und so, weil es wird immer Bei angepasst. allem, es wird angepasst. Erkrankung. Und Ne? deswegen ist es so wichtig, darüber offen zu reden und zu verstehen, warum das so ist, ne? Genau, dieser Leitwert zum Beispiel, der ist ja auch gesetzlich geregelt. Gesund ist unter 130, unter 80 ist optimal, nach Professor Louis-Claude Fonsong. Das messen wir auch vor Ort, wenn wir beim Verbraucher sind. Der Grenzwert lag in Deutschland 1980 bei 280 Mikrosiemens. Ja, keine Wirkung mehr, leicht belastend. Das war der Grenzwert 1980. Heute darf das Trinkwasser 2790 Mikrosiemens haben. Es ist geringfügig angepasst worden. Warum? Weil wir immer mehr Fremdstoffe haben. Und das ist das Thema. Nochmal, ich mache denen keinen Vorwurf. Sie müssen den Scheiß ausbauen, den wir alle produzieren. Aber man soll doch wenigstens offen darüber reden können und Alternativen anbieten. Weil, wie du sagst, wir haben ja Lösungen. Es gibt ja Lösungen. Und es ist auch, wie gesagt, ökologisch. Es ist einfach nur sinnvoll. Ne? Absolut. Und das mit dem Ökologisch möchte ich auch nochmal also unterstützen. Ich habe es jetzt, wie gesagt, wir haben seit 2015 den Filter. Ja, also ich kenne das quasi gar nicht mehr mit Flaschen kaufen und sowas. Und jetzt, wo wir hier halt auf das Paket gewartet haben, bis es hier angekommen ist, mussten wir ja kaufen. Und zwar eine Woche nur, also ein bisschen was über eine Woche. Die Masse an Plastemüll. Ja. Unfassbar. Ja. Klar, und hier ist es ja nicht so, also in Deutschland, klar, kannst du Glasflaschen kaufen und zurückgeben und so weiter. Das ist ein bisschen ökologisch nachhaltiger. Aber wenn wir uns wirklich Plastikflaschen nehmen. Hinzu kommt ja noch bei den Plastikflaschen, haben wir gar nicht drüber gesprochen, diese Wirkstoffe, die da drin sind. Voll, Weil ja. wir haben ja dieses Bisphenol A. Diese Weichmacher und so weiter. Und die sind ja nachgewiesenerweise krebserregend. Und der Stern war es, ich habe es auch schriftlich, die haben es wortwörtlich so gesagt, hormonell betrachtet haben die Mineralwässer die Qualität von Kläranlagenabwasser. Weil man hat in manchen Proben bis zu 75 Nanogramm östrogenähnliche Substanzen nachweisen können. Das hat die Uni Frankfurt nachgewiesen. Bei einem Nanogramm für weibliche Fische, und das ist ein doppelt so hoher Wert wie im Abwasser, was durch die Antibabypille als stark belastet gilt. So, das sind Fakten. Und in Deutschland kann jeder sofort gucken, auf allen Flaschen, Wasserflaschen steht eine kleine Warnung drauf, lichtgeschützt, trocken, geruchsneutral lagern, weil sich die Stoffe rauslösen. Und man soll es nach Aufmachen innerhalb von 3 Tagen verbrauchen. Finde ich auch immer spannend, weil Kohlensäure wird hergestellt, um haltbar zu machen. Das heißt, die Kohlensäure im Wasser macht haltbar und man soll es nach 3 Tagen aufbrauchen. Jahrmillionen Jahre kommt es in der Natur vor. Und dann verpacke ich es und dann wird es mit einmal ein Haltbarkeitsdatum bekommen. Ist in Sicht, weil die Materialien eine Rolle spielen. Und Ja. von dem Qualitätszeit auch noch, ja, wenn du das wegbringst, das Flaschenwasser, ja, so vor dem Automaten, Flaschen wegbringen, hin und her kann, die Kisten, die irgendwo stehen, es ist halt ökologisch nicht sinnvoll. Ja, Und da und rede ich auch nochmal zu ganz den offen. Plastikflaschen auch, ne? Also ganz ehrlich, egal ob Deutschland oder auch hier in anderen Ländern, Ja. stehen so oft in der Sonne. Oder wenn man weiß es halt, ich wusste das, bis du mir das damals gesagt hast, nicht. Am Strand, Flasche noch schnell gekauft, irgendwie, ne? Hingestellt im Urlaub, so mitten in der prallen Sonne. So. Oder wenn man im Park ist mit den Kindern auf dem Spielplatz, Genau. whatever, so. Man weiß es nicht. So. Und es ist so wichtig, diese Information einfach mal klar und deutlich zu Genau. geben, weil das Das. diese kleinen Stellschrauben im Alltag haben riesen Auswirkungen auf die Gesundheit, auf unseren Körper. Wortwörtlich. Ich habe nur das Ja. Wasser gewechselt und da ist mit einmal was passiert, was ich so nicht hätte für möglich gehalten, weil es halt so selbstverständlich ist mit dem Wasser. Wasser ist halt nicht selbstverständlich und schon gar nicht in der Qualität. Aber der Effekt ist so unglaublich groß, weil ja, wir verlieren jeden Tag bis zu 2 Liter Flüssigkeit. Und wenn man das versteht, dann kann man seinen Körper komplett neu organisieren. Ja, großartig. Oh, ich bin dir so unendlich dankbar, dass wir darüber sprechen. Es ist einfach so wichtig und so wertvoll, wirklich ganz klare, deutliche Worte zu sprechen, weil um dann auch selber in die Handlung zu kommen.
Na? Genau. Vielleicht könnten wir kurz über euer Filtersystem sprechen. Ich bin davon total Ja. überzeugt, einfach weil ich wirklich, weil ich auch weiß, für die, die jetzt sagen, okay, Nicole, okay, Mario, macht alles Sinn, ihr habt recht, es ist dümm. Es gibt ja tausend verschiedene Filtersysteme und Richtig. auch da ist es wichtig, Aufklärung zu betreiben, um zu verstehen, was ist mir wichtig, was macht Sinn, ne? Ja, vielleicht kannst du da so Also ein kurzes. ganz, ich kann es wirklich sagen, weil ich selber damals Kunde war und habe selber aus technischer Sicht habe es gesehen. Also für mich war wichtig zum Beispiel, okay, erstens ist das System vom ersten bis zum letzten Tag, also wenn ich die Filter wechsle, die muss ich wechseln, weil das sind, die müssen ja irgendwo hin, die Stoffe, ja, die werden abgegeben, die werden gesättigt in den Filtern, wie auch immer, sie müssen gewechselt werden. So, und für mich war wichtig, dass ich vom ersten bis zum letzten Tag eine gleichbleibende Qualität habe. Also muss ich die Technik schon mal selber überwachen. Das war mir wichtig. Dann war mir wichtig, zum Beispiel, dass wenn mal was nicht in Ordnung ist, weil es ist alles Technik, wenn was kaputt geht, dass es mir zeigt, hallo, ich habe ein kleines Thema. Zum Beispiel, wenn ein Auto, was weiß ich, das Antiblockiersystem nicht mehr funktioniert, hat es ja auch eine Meldung, wo ich sage, okay, jetzt musst du aufpassen beim Bremsen, das Antiblockiersystem ist ausgefallen. Der Gurt funktioniert nicht mehr, oder. Das heißt, das System muss es auch das mir anzeigen, wenn ich ein Thema habe. Dann darf es kein Blindflug sein im Sinne von, weil überall habe ich eine andere Qualität. Wenn ich in Berlin das Wasser teste oder in München oder in Leipzig oder bei uns haben wir Harzwasser, es sind immer unterschiedliche Qualitäten. Das heißt, die Anlage, da kann man nicht sagen, pauschal nach 6 Monaten wird der Filter gewechselt, weil wer trinkt es, wie viel trinken es, ja, welche Eingangsqualität habe ich. Das waren alles so Punkte, die waren für mich damals wichtig. Und da kommst du halt einfach in den technischen Bereich rein. Da müssen gewisse Sensoren sein, da muss eine gewisse Kontrolle sein. Und das kannst du halt nicht mit einem, ich sage es ganz bewusst, mit einem einfachen Aktivkohlefilter, was immer noch hochgehypt wird. Das kannst du halt nicht mit einem Brita-Filter, weil du weißt nicht, wie ist die Eingangsqualität, wie lange wird getrunken, wie viele Menschen haben getrunken. Es gibt so viele verschiedene Parameter. Ich vergleiche es mal mit dem Auto. Du kannst dir ein Auto kaufen. Ja, das Auto verbraucht bei mir Schnitt 8,9 Liter. Aber wenn mein Sohn das fährt, verbraucht er bloß 7 Liter. Und ein Kumpel, der rast, der verbraucht 12 Liter. Die Herstellerangaben sind aber bei 8,0. Wo gefahren? In den Bergen? Flachland, viel Autobahn, viel Stadt, es sind so viele Parameter und so ist es auch mit dem Wasserfilter. Das heißt schon mal kein System, was sich selbst nicht kontrolliert. Dann haben wir das Thema, in Mitteleuropa wird ja wenig geklort. Das ist in anderen Ländern ein anderes Thema, weil Chlor macht alles kaputt und darum verkeimt klassische Filter. Also Aktivkohle ist zum Beispiel ein Nährboden für Mikroorganismen. Sozusagen Verbraucherzentralen, die waren davor, weil ja, es ist ein wunderbarer Nährboden, es ist ein Naturprodukt und Aktivkohle verkeimt. Punkt. Deswegen sollte das System auch da entsprechend Sicherheiten haben, damit zum Beispiel Bakterien und Keime und solche Dinge nicht ins System reingelangen. Geht gar nicht mal um uns, weil wir können mit Bakterien umgehen, sondern dass einfach das System sich mikrobiologisch sicher ist. Ja. Und da reden wir bei uns, wenn ich jetzt über unser System rede, über Keimsperren, also nicht UVC-Licht, kein kollidiales Silber, sondern wirklich Sperren, die aus der Dialyse kommen, aus der Blutreinigung, wo Viren, Bakterien zurückgehalten haben. Warum? Es ist halt das Problem in Mitteleuropa, dass wir hier halt nicht geklort haben. Wenn ich geklortes Wasser habe, spielt es keine Rolle, macht ja eh alles kaputt. Und Aktivkohle kann zum Beispiel Chlorfluor-Pflanzenschutzmittel. Nächste Thema, mikrobiologische Sicherheit. Dann sollte es sehr einfach in der Handhabung sein. Also ich möchte kein Professor sein, um Filter wechseln zu müssen. Ich muss mir nicht die Finger aufreißen. Habe ich neulich ein Erlebnis gehabt von einer Ärztin, einer Chirurgin, sagt sie, Herr Weißbrot, die hat unser System gesehen. Ich meine, euer System ist ja auch schon geil mit den 7 Filtern, wo du es nur rausdrehst und wieder reindrehst. Die neue Technik, da drückst du so einen Knopf, dann kommt er dir entgegen und drückst einen neuen Filter rein, fertig. Dann sagt sie mir auch, Herr Weißbrot, Sie wollen mir jetzt nicht ernsthaft sagen, dass das der Filterwechsel war in den 20 Sekunden. Ich sage, doch. Ich bin Chirurgin und breche mir jedes Mal einen Finger, wenn ich einmal im Jahr bei uns die Filter wechseln muss, weil du da nicht rankommst und dann hast du das Filtermaterial in der Hand. Da musst du aufpassen, dass du es nicht gleich kontaminierst, ja, weil du machst es ja nicht im Reinstraum und das ist bei vielen auch. Und das sind alles so Dinge, die waren mir zum Glück vor 11 Jahren schon wichtig, dass es gekapselte Systeme sind. Das ist das nächste Thema. Und natürlich dann das Ganze drumherum. Ich sage gleich, wir sind nicht die günstigsten, aber was wir bekommen dafür, ist unbezahlbar. Weil, jetzt gerade kommt das Mittagessen, man hört es ja. Nee, man hat gerade den Daumen da Ach so, gesehen. okay. Ja, funktioniert hier. Nein, und das Wichtigste war für mich damals auch einen Einbauservice zu haben, eine Sicherheit. Weil wenn mal ein Wasserschaden entsteht, dass ich sagen kann, Leute hier, die haben es verbaut, ich möchte jetzt auch die Gewährleistung haben.
und dass auch eventuell Wasserstopps verbaut sind, dass das Gerät auch mal, es ist alles Technik, kann alles passieren. Und das führte dazu, dass ich damals, vor 2013 war das, zu Bella Aqua gekommen bin und sagte mir, das ist alles stimmig, das passt alles. Und den Beweis haben wir jetzt hier vom letzten Jahr sogar, dass durch die ganze Pandemie auch geschaut wurde, konnten wir liefern, weil wir hängen genauso vom Weltmarkt ab, war alles sauber und das bestätigt genau die Entscheidung, die ich vor 10 Jahren getroffen habe, in einer Firma zu sein, die sich darum kümmert, dass alles sauber, vernünftig abläuft, mit Einbauservice, mit angestellten Technikern, mit Support, deutsche GmbH und alles, was so wichtig ist. Das kam auch noch mit dazu. Also kein Online-Produkt, sondern wirklich ein Service vor Ort. Das sind nur mal so ein paar Faktoren, die ich jetzt nennen könnte. Ich könnte 100 Faktoren nennen, ja, aber es würde jetzt zu weit führen. Einfach nur mal so einen Aber kleinen könnten wir Ansatz. vielleicht noch mal ganz kurz, ich glaube, weil das ist so, zumindest wenn man sich mit Filtertechnik beschäftigt und überlegt, was ist das Richtige für mich und so, ne? Und du hast ja auch gesagt, es ist nicht ganz günstig, wobei aufgerechnet über die Jahre hinweg ist es ein Witz. Ab 40, 50 Euro im Monat ist nichts. Ja, und vor allem auch, ich meine, für die Gesundheit, da ist es einfach Genau. unbezahlbar so, ne? Aber ich glaube, die meiste Frage oder die erste Frage, die immer so sich welche stellen, die anfangen, sich mit Wasser zu beschäftigen, Aktivkohlefilter oder Osmose ist die andere Variante. Gibt es noch mehr? Nee, ne? Ja, nee, es gibt ja eher noch, bei uns ist zum Beispiel, ganz kurz einfach, wir haben Sedimentfilter für grobstoffliche Partikel, dann kommt ein Aktivkohle-Blockfilter, also nicht eine Schüttung, sondern schon ein Blockfilter, wir werden halt kleiner von der polaren Größe, dann kommt bei uns eine sogenannte Ultrafiltration, das sind halt für 0,01 Mikrometer für Viren, Bakterien, und dann kommt die Osmosetechnologie, die Molekularfiltration, um zum Beispiel Hormone, Medikamente, Schwermetalle und so weiter abzutrennen und Nanopartikel, Ohne das die heißt, Osmose, also nur mit Aktivkohle, kann man das, was du gerade wird auch genannt schon was abgebunden. Da werden ja auch schon Stoffe gebunden. Ja, das Problem ist halt, wie gesagt, bei der Aktivkohle, ich habe keine, wann gesättigt? Wie viel, was wird für ein Eingangswasser, wie viel wird getrunken? Ich habe null Kontrolle. Und wenn diese voll beladen sind, die Aktivkohle, dann brechen die angelagerten Stoffe durch. Punkt. Das ist halt keine Echtzeitkontrolle. Und die Porengröße von Aktivkohle ist ja auch klar betitelt. Was weiß ich, ein Mikrometer. Und da braucht man ja nicht studiert zu haben, wenn man weiß, dass Viren, Bakterien 0,01 Mikrometer haben oder auch Hormone oder Nanopartikel, dass die da logischerweise durchkommen. Ich sage persönlich, und das ist das Thema, wir kommen nicht drunter vorbei an der Osmosetechnologie. Die ist ja auch nicht von uns erfunden worden oder irgendwas, sondern die gibt es ja schon seit vielen Jahrzehnten. Kreuzfahrtschiffe wird aus Trinkwasser, aus Meerwasser Trinkwasser mit Entsalzungsanlagen gemacht. Ja, wenn die hochfliegen vom ins All, können die auch kein Trinkwasser mitnehmen, sondern alles, was sie an Körperflüssigkeiten abgeben, wird durch so eine Technologie durchgeschickt, weil es abgetrennt wird. Die Stoffe werden abgetrennt, das kommt aus der Natur. Bei Kirschen sieht man das sehr schön. Kirschen platzen auf im Sommer. Das ist ein osmotisches Verhältnis. Aber das erkläre ich dann auch in der Beratung sehr gerne. Kommt man nicht mehr dran vorbei. Das heißt, wir haben erstmal eine vernünftige mehrstufige Filtration, damit die Filter sich nicht sättigen können komplett. Und dann wird es auch wieder aufbereitet, das Wasser. Und da geht es ja auch los mit einer Remineralisierung. Brauche ich die Mineralien, brauche ich sie nicht? Ich sage, okay, wir brauchen Mineralien, aber aus dem Wasser können wir sie gar nicht mehr verstoffwechseln, maximal zu 10%. Nichtsdestotrotz führen wir Mineralien zu, um den pH-Wert zu stabilisieren. Der pH-Wert wird aber auch gar nicht, wird immer viel zu viel übertrieben. Es geht um Redoxwert, dass das Wasser antioxidativ ist. Und dann habe ich natürlich so ein System immer irgendwo verbaut in der Küche, wo auch mal genießt wird oder irgendwas, dass auch retrograde Keimsperren sind, dass aus der Luft auch nichts ins System eindringt. Dann können wir es verwirbeln nach Viktor Schauberger, Amethyst, Rosenquarz, Bergkristall, Steine. Manche machen sich Steine rein. Also da gibt es so viele Varianten, aber es muss halt in sich ein geschlossenes System sein, aufeinander abgestimmt. Und das ist halt das Thema. Also so ein kleiner tragbarer Filter für unterwegs ist jetzt nicht das Mittel, da, also immer noch besser als gar nichts, ja, hast du ja vorhin schon gesagt, aber hat nichts mit dem klaren, reinen Wasser zu tun, Nee, was du jetzt von Anfang überhaupt an nicht. Ich kann erzählt es auch hast. gar nicht, weil die Partikel, die Stoffe, die Wirkstoffe sind ja immer drin. Na, und also schönste ist immer, die Menschen schmecken das. Und ich habe ja auch viele, viele Kunden, die haben einen Filter. Und dann komme ich vorbei und mache da eine kostenlose Beratung und teste halt auch mal vorher, nachher. Was macht der Filter? Was hat der? Und das ist auch mal eine Erkenntnis für viele, wo dann sagen: Boah, krass, jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben. Und jetzt weißt du hier Schwermetalle nach mit einmal. Naja, ist doch logisch, weil die Porengröße kann doch gar nicht anders sein. Und dann sind ja auch viele dankbar, um zu sagen, gut, dann müssen wir es halt lösen oder wie auch immer. Ich sage immer, bleib bei der Wahrheit, teste das, dann wirst du es erleben. Und die Technik ist nicht erfunden, sondern das ist ein System, was es gibt.
Und es wird immer geschrien, ja, die Osmose, die hat auch ein Abwasser. Ja, wir haben auch ein Abwasser. Würde ich aber das Leitungswasser richtig vernünftig nutzen, mit ablaufen lassen, dann reden wir da auch nicht mehr drüber, über irgendein Abwasser, weil dafür ist es viel zu gering. Und dass die Nährstoffe rausgenommen werden, ja, ist auch ein gutes Zeichen eigentlich. Warum? Da ist ja niemand drin, der sagt, du bist gut, du kommst durch, du bist nicht gut, du gehst raus, sondern entweder entferne ich alles oder ich entferne nichts. Das sind alles so Faktoren, das hat mit Porengröße zu tun. Also da bin ich wieder einfach gestrickt, ja. Entweder kann etwas was entfernen, er muss es alles entfernen können oder es kann es nicht. Es gibt nichts, dass jemand sagt, die guten Stoffe bleiben drin, die schlechten kommen raus. Funktioniert nicht. Das heißt aber auch, und das ist ja wieder der Vorteil auch von euren Filter, dass wenn du alles rausnimmst, und das ist erstmal das Wichtigste für dich, um wirklich klare Sachen zu haben, ne? Also wirklich eine klare Reines Linie Wasser, zu ja. haben, und dann eben die Remineralisierung, wo du sagst, okay, da geht es halt um einfach auch, ist auch ein Geschmacksthema, oder? Absolut. Genau, gebrannte Kokosnussschale im Nachbarn wird sehr viel gemacht, auch nach Osmose. Und da wird ja auch schon ein bisschen angereichert mit Mineralien. Ist ja genau das Thema, zum Beispiel ein Destillat. Ist ja immer noch der Irrglaube, ein Destillat, destilliertes Wasser wäre schädlich. Professor Oberleitner von der Uni Münster ist da mal auf den Grund gegangen, kann man googeln, NTV Wissen, ist destilliertes Wasser schädlich? Er sagt klipp und klar nein, weil es ist ja nichts Negatives drin, sondern es hat nur keine Mineralien. Und wenn ich es trinke, der Körper mit den eigenen Schleimhäute reichert es sofort an. Der erkennt nicht mal einen Unterschied, ob es ein Destillat ist oder nicht. Und die Inuits, die wären schon lange ausgestorben, wenn es irgendeine Rolle spielen würde, weil die trinken Gletscherwasser. Und Gletscherwasser ist in gewisser Form auch ein Destillat, komplett mineralarm. Also es spielt keine Rolle in dem Bereich. Und darum trinken ja Hunde auch lieber Regenwasser, weil es ja auch in der Form, klar habe ich da auch mittlerweile Umweltgifte, aber es ist bei weitem nicht so schlimm, wie wenn ich es direkt aus der Leitung nehme. Ja, und sag Genau. mal, da muss ich jetzt nochmal ganz, ganz blöd nachfragen. Das Destillat ist dann ähnlich, wie wenn du Osmose erstmal komplett rausfilterst alles. Das ist einfach eine Herstellungsart. Destilliertes Wasser also es wird ja verdampft und dann wieder aufgefangen. Das ist eine Herstellungsart, Destillat. So, und es sind halt keinerlei Stoffe drin mehr. Und bei Wie uns bei, mit der wenn man Osmose, Osmose alles die rausfiltert. Osmose wird halt abgetrennt, genau. Und es gibt auch keine 100%, wer das sagt, der lügt. Also unsere Molekularfiltration, zum Beispiel Aluminium, wird um 97% reduziert. Das ist ein super Wert. Ja, Nitrat wird um 96% reduziert. Das sind Herstellerangaben. Unsere Keimsperren arbeiten mit einer Log-6-Keimsperre. Das heißt 99,9999%. Es gibt keine 100%. Und davon ist immer wieder das Eingangswasser entscheidend und wie viel wird getrunken. Ja, also es sind einfach unterschiedliche Herstellungsarten. Aber das Wasser ist danach technisch gesehen frei von Fremdstoffen. Und ja. Das ist so, wenn ich mal das Beispiel nehme, was für ein Bügeleisen gut ist, kann für den Körper nicht schlecht sein, oder? Da wird ja auch ein Okay. destilliertes Wasser reingemacht. Ja. Nee, Ja. ist mal nur noch mal so vom Verständnis her. Es ist technisch gesehen das Gleiche, und aber ihr habt ja noch ein Verfahren hinten dran, wo es remineralisiert wird, Genau. energetisiert wird, wo das Wasser wieder aufbereitet wird, sodass es für Genau. den Körper auch einfach eine super Funktion noch mitbringt. Genau. Genau. Das ist ein Quellwasser, das ist unser Vorbild. Und dadurch entsteht wieder das bessere Trinken, dadurch entsteht wieder das Durstempfinden, dadurch entsteht alles. Und das ist der Vorteil, warum körperlich auch einiges passiert, dass der Körper mit einmal sagt, danke, ich kann wieder gut entgiften, danke, es läuft wieder ganz anders. Oder der Weißmund sagt, danke, ich trinke jetzt freiwillig mehr damals, ja, aber ich habe damals auch einfach zu wenig getrunken. Ne? Ja. Und dadurch, dass ich mehr getrunken habe, ist natürlich was passiert. Es ist auch nicht ausschließlich das Wasser, muss man auch immer sagen. Es sind viele, viele Bausteine, aber nochmal, zwei Drittel Wasser, der Körper, wo ist der Hebel am größten? Ich habe ja auch Kunden, die sind über 80, über 90, das ist auch immer süß. Die sagen dann auch, weißt du was, weißt du, mit Hormone, Medikamente ist mir alles wurscht, ich bin auch so alt geworden. Aber den Tee und Kaffee möchte ich nie wieder anders genießen. Weil der Tee und Kaffee schmeckt ja auch völlig anders mit einem guten Wasser. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das sieht man, man sieht es ja auch. Und das ist das Schöne. Also ich habe ja auch schon viele Freunde, die das sich dann auch gegönnt haben, weil es einfach auch, ne, bei uns auch immer gut geschmeckt hat. Das war so, auch die Kinder das sagen. Und jeder sagt das. Also niemand möchte mehr ohne diesen Filter sein, wenn man ihn einmal hat. Und das kann ich Genau. auch zu 1000% bestätigen, weshalb es auch ein wichtiges Thema für mich ist. Nicht zuletzt aber auch, weil ich immer wieder das Feedback bekomme, mir fällt es Trinken so schwer. Und Trinken ist einfach, wir hatten es eingangs wirklich auch, hast du es gut gesagt, super wichtig. Okay, Mario. Also. Gut. Ich würde sagen, wir haben ziemlich viel in kürzer Zeit hier durchgenommen, also ziemlich viele Genau. Fakten auch auf den Tisch gebracht. Ich denke trotzdem, jeder hat bestimmt noch ein paar Fragen, oder, ne, man kann jetzt nicht alles abarbeiten, weil es ist so umfangreich, das Thema.
dass man ja über jedes einzelne Thema wirklich schon Stunden Vortrag machen Ich kann. könnte über alles referieren, ohne Ende, definitiv. Genau, Es und macht das ist so, Spaß. mir war es jetzt erstmal wichtig, wirklich dieses Wissen zu schaffen und auch mit dir einfach auch aufzuklären und zu sagen, okay, wenn du nicht gut trinkst oder wenn du Trinkprobleme hast, hat das womöglich einen Grund und man kann es einfach lösen. Ja? Das finde ich aber Genau. ziemlich gut, auch jetzt hier in dem Interview deutlich gemacht. Aber für alle, die jetzt mehr Fragen haben zum Thema, was ist das mit eurem Filter? Wie können wir das machen? Was brauche ich dafür? Oder. Du bietest kostenfreie Trinkwasserberatungen an, richtig? Genau, so wie online als auch persönlich, richtig. Also einfach auf mich zukommen. Weiß nicht, wie wir das machen. Ich habe gar keine Gedanken drüber gemacht. Man darf Ich mich würde einfach hier fragen. unten drunter einen Link packen, wo Ah man ja, sich okay. eintragen kann, oder? Also, dass man quasi diese Trinkwasserberatung, was machst du da? Also, oder dein Team oder wer auch immer dann kommt, Wir aber es testen das wird Wasser vor kommen. Ort. Wir testen, wir klären auf, wir erklären mal die Trinkwasserverordnung im Einzelnen. Also man hat nach 90 Minuten mal wirklich ein komplettes Bild vom Wasser und hat es auf dem Tisch. Vorher, nachher. Und ich bringe natürlich Wasser mit. Und wir machen mal Tests, wir machen mal einen Tee gemeinsam. Also wirklich mal eine komplette Beratung, wo man sieht, boah, krass, jetzt weiß ich, was ich machen kann. Und natürlich lasse ich da niemand im Regen stehen und man kriegt dann auch die Empfehlungen, was man kaufen könnte, was man machen könnte. Also man muss nicht bei uns Kunde werden. Das ist zweitrangig. Erledigt sich von ganz alleine, weil so wie wir arbeiten, wir wollen halt aufklären, wir wollen den Menschen einen Mehrwert bringen. Und der Mehrwert ist auch, dass wir aufklären über Themen, worüber man sich halt keine Gedanken macht. Und das ist kein Verkauf, sondern erstmal eine Aufklärung. Was ist drin, was, warum ist drin, wo kommt es her und was kann man machen? Und Also was viele ich sehen sich damals denn. einfach ganz, ganz toll fand, ist halt einfach, dass du bist ja bei uns zu uns gekommen. Jetzt kann in dem Fall auch jetzt noch irgendjemand aus dem Team sein, aber Ja, wirklich zu Leipzig, sehen, genau. mein Wasser, da wo ich lebe, das, was ich Ja. täglich trinke, es kann ja auch das Flaschenwasser sein. Ich bin ja damals, ich Genau. weiß noch, meine Tochter war da noch im Kinderwagen und ich bin schnell nach Hause gekommen, weil ich wusste, du kommst und habe noch ganz besonders tolles Wasser unterwegs gehabt, gekauft. Und dann haben wir das auch mitgetestet und das war am Ende schlechter Als das als das Leitungswasser. Trinkwasser. Also es war ja Wahnsinn, ne? Und alleine wirklich sich anzugucken, was trinke ich, was ist da drin und so weiter, ne? Das macht einfach schon so viel her. Und dann auch das zu kosten und sowas. Das ist einfach eine schöne, kostenfreie Möglichkeit, um einfach zu Absolut. gucken, wie arbeitet ihr? Was sind eure Prinzipien? Was sind eure Werte? So. Euer Unternehmen ist ja nicht einfach nur, pff, hier, macht mal und nehmt den Filter, sondern ihr habt Nee. ja auch Werte, die ihr verkörpert. Und das ist Genau. ja das, was es auch so besonders macht, ne? Also. Persönlichkeit. Und wir arbeiten mit Menschen, das ist wichtig. Und das ist auch im Service- und Dienstleistungssektor. Wir sind Dienstleister, das ist Fakt. Nur, dass man bei uns halt eine vernünftige Beratung bekommt und im Nachgang auch einen persönlichen Kontakt hat. Das ist total wichtig. Weil ich mache es ja nicht aus Spaß seit 11 Jahren. Man kann ja auch meinen Namen mal googeln, dann sieht man, da sind auch schon ein paar Rezessionen drin. Und die sind alle ehrlich gemeint. Ja, Mir du bist ganz ja auch wichtig. wirklich da, bist ja auch gerade auf so einer Tagung, ne, ganzheitliche Medizin, du bist ja auch mit den Ärzten und Genau. so weiter. Also das ist ja jetzt nicht irgendwo hergeholt, sondern es ist wirklich klare Fakten. Das mag ich auch so sehr, bin auch ganz, ganz, wie gesagt, ganz dankbar. Wir packen hier drunter einen kleinen Bogen, wo man sich eintragen kann, wenn man Interesse an einer kostenfreien Trinkwasseranalyse hat. Ob jetzt mit Telefonnummer oder E-Mail, das besprechen wir nochmal im Anschluss am besten. Das werdet ihr dann hier unten drunter auf diesem Fragebogen sehen. Einfach ausfüllen und dann meldet sich jemand aus deinem Team und dann wird ein Termin vereinbart, wo entweder Genau. du oder jemand aus deinem Team vorbeikommt, Genau. um wirklich vor Ort das Trinkwasser zu nehmen und zu testen und eine Beratung zu machen. Ne? Absolut, genau. Perfekt. Gut. Super. Ich danke Dann dir für deine Zeit. Hast du denn gerne. abschließend noch einen wichtigen Tipp, den du hier mitgeben möchtest? Boah. Den wichtigsten To-Go-Tipp, wenn du nur ein Den was sagen wichtigsten, könntest. naja, was ich vorhin Was ist sagte, es? bitte trink Wasser, wirklich, wenn Wasser, trink lieber Wasser als irgendwas anderes. Das ist einfach so. Da sind Wasser mit irgendwelchem Fruchtgeschmack, mit Himbeeren. Das haben die nie gesehen, das sind alles E-Stoffe, ja. Und wenn ihr wirklich Wasser nicht so pur trinken könnt, dann macht euch eine Zitrone rein, die wird basisch verstoffwechselt. Selbst Gurkenwasser schmeckt lecker, habe ich noch nie. Krass, da haben wir. Oder Ingwer. Ich habe hier mein Oder Ingwer. Ingwer ist sogar Ja, tagesund sogar noch, genau. Also, wenn, bitte trinkt lieber Wasser als irgendwelche anderen Dinge, weil ihr werdet es schnell merken, das ist ein Jungbrunnen, sagt man so schön. Es ist der Schmierstoff des Lebens, ja, weil selbst Bandscheiben bestehen aus 25% Wasser. Also wirklich trinkt Wasser und als alles andere. Sorry, weil ich könnte jetzt 100 Tipps geben, aber wo fange ich denn wieder an? Ne? ich danke dir. Ich finde, es ist der Genau. wichtigste Tipp ever. Überhaupt, genau. Und das Und deswegen, hat das Gespräch sehr schön rund gemacht. Ich danke genau, dir. und dann siehst du auch mal jetzt hier, wo ich hier bin, ja, kleinen Überblick zu bekommen.
Genau. Also dass auch nicht alles gestellt ist, sondern wirklich hier gerade parallel zu einem Meeting mit Ärzten stattfindet. Super, In diesem toll. Sinne. Ganz, ganz wertvoll. Ich danke dir für alles. Gerne. Bis bald. Danke, ciao.